Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Kernstadt mit mir, dem Kellerkind. So, schauen wir mal. Das ist der Kalksteuer von Feld 10. Ja. Er findet den Punkt, ja. Wird grün, also wird er sich wohl auffüllen. Du hast die Trauben hingebracht zur Mosterei. Das passt. Hier sind wir noch bei der Hopfenernte. Holz steht momentan nicht an. Hier wird gepflügt. Das ist Feld 11. Das ist Feld 19, ne? Ja, Feld 19 wird gedüngt. Entlassen. Warum düngt er da? Er hat auf dem falschen Punkt angefangen. Oh oh. Der war genau an der Bahn fertig. Müssen wir den mal ein Stück zurückfahren und die Kurse am besten mal einblenden. Bis wo wird er wohl gekommen sein? So, da ist er noch gefahren. Würdest du hier? Ja. Hier rum sind die Pfeile. Andersrum. Also der ist dem Weg umsonst gefahren. Und hier müssten wir dann quasi düngen, richtig? Ja, so sieht das aus. Ich hoffe nicht noch eine Bahn davor. Gucken wir, ob wir da einen Unterschied sehen. Aber dadurch, dass das angepflanzt ist. Und was sagt er uns denn jetzt hier? Nee, da dürfte gedüngt sein. Wir müssen jetzt hier einmal zurück. Wird er sich wahrscheinlich einmal nochmal auffüllen müssen. Ja, wenn man den losschickt und er ist genau an der Ecke, da kann er schon mal das Vor. Hat er dann das Vorgewende genommen wieder? Oh, jetzt lassen wir ihn hier. Einstellen. Und sollte dann ohne fahren noch ein Stück. Ja, ohne Unterbrechung hier weiter düngen. Okay. So, dich wollte ich mal tanken. Und nochmal auf die Karte schauen, weil ich habe gesehen, dass Wachstum übers Land kommt. Feld 33 ist fertig. Der Drescher war nämlich gerade hier bei in der Werkstatt zur Reparatur. Dann können wir den doch weiterschicken zu Feld 33. Nee, können wir nicht. Was für eine. Raps ist drauf. Können wir doch mit dem Schneidwerk.
Also fällt 33. Nicht 34. 33. Abmarsch. Ach, du hast noch mal eine Ladung geholt. Okay. Du hast schon wieder geholt. Okay, ich hoffe, du machst auch weiter. Das ist Feld 10. Bis hierhin war jetzt. Hier sind wir auf Feld 31 am Striegeln. Da sind zwei Maschinen zugange. Ja. Haben schon gut die Hälfte, würde ich sagen. Und dich können wir schon mal programmieren. Du sollst wieder den Drescher leer machen vom Feld 33. Und der Raps geht sofort zur Ölmühle. Raps anliefern. Können wir dich vielleicht schon mal starten? Getankt Tasse. AdBlue warte ich immer unter 50%. Das geht ja nicht so schnell. Ist ja nicht so wie der Sprit. So, sehen die beiden sich schon? Nee, ich sehe nicht den anderen auf der anderen Seite. So, er macht aber weiter. Holt nur sehr weit aus, also. Hier können wir doch auch sagen, wo sind die Einstellungen? Ändern wir mal das ab. Gucken, ob er jetzt hier irgendwas überlässt. Aber anheben tut er ja nicht. Ja, also hier sieht's sauber aus. War das eigentlich nur wirklich um Heben oder auch um jetzt zum Beispiel Kalk streuen, dass er vielleicht jetzt später anfängt? Weil wir sehen ja, er fängt eigentlich zu früh an. Oder ist das nur auf Heben und Senken? Anklappen. Ja. Wir drehen es einfach wieder um. Nicht, dass uns der Flug da ein bisschen was stehen lässt. Muss ja nicht sein. Ganze Zeit fährt er ja sauber. Oder macht das Feld sauber. Oh, kommt den Drescher aber ganz schön nah. Also
Gut, der Drescher muss zwischendurch warten, bis der Abfahrer wieder da ist. Und auch wenn er abgetankt wird, aber. Oh, der Zug. Ich hoffe, du wartest. Man muss da gar nicht. So. Feld 33. Der ist noch gar nicht so weit. Ich hab gedacht, du warst schon ein bisschen schneller. Können wir mal hier gucken, ob hier irgendwas fehlt. Es hört sich aber so an, als würde noch gearbeitet. Rum ist aktiv. Ach, Weizen, Gerste, Kartoffeln. Ja, das war ja das Problem. Kartoffeln haben wir ja nicht mehr. Kartoffeln müssen wir anpflanzen. Weizen, Gerste könnten wir aber anliefern. Können wir ihm bestimmt hier schon sagen, du Verladung, okay, das ist richtig. Weizen, Gerste, nehmen wir eins von beiden, ist ja egal. Und fahr das bitte in der Brennerei, Distille, Zuckerrohr, Kartoffeln, Getreideanlieferung. Nehmen wir mal kurz raus. Ups. Zwei Ladungen. Sollte genügen. Ach, der Abfahrer ist eher da als der Drescher. Okay. Lassen wir den nochmal einen Kreis drehen. Abkoppeln. Einmal die Wände um den Busch. Den Kurs noch laden. Feld 33. So, Abfahrer einstellen. Du stehst auf 33 Drescher, das ist gut. Und dich haben wir darauf auch eingestellt. Und du fährst die Sachen zur Ölmühle. Dann schauen wir mal bei der Ölmühle vorbei. Wie es hier aussieht. Wird produziert. So, rum. Ach nee, Ölmühle wollten wir ja gucken.
Müsste ja ganz unten sein, ne? Ups. So, aktiv, aktiv. Ja, Rapsöl. Da ist der Ausgang fast voll. Also da läuft noch alles. Ja, der Abfahrer steht wieder auf seine Warteposition. Läuft das hier schon? Der Kalksteuer hat noch einiges zu tun. Und er bringt Weizen zur Brennerei. Nee, ich muss zur anderen Seite gucken. Nee. Wo ist denn der andere jetzt? Einunddreißig auf der anderen Seite, okay. Eigentlich ein schönes Feld direkt am Hof. Oder ist halt ein schönes Feld. Und mit einer Frucht. Ja gut, Kartoffeln könnten wir jetzt gebrauchen. Ein Kartoffelfeld. Da könnten wir ja mal schauen, ob wir sowas haben. Mal groß. Wo sind unsere Kartoffeln da? Fünfundzwanzig. Erntereif, wie gedüngt. Unkraut drin. Und gar nichts gedüngt. Können wir denn da noch düngen? Ist eben gar kein Wachstum. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Oder war da was drauf? Besuchen wir mal. Ne, hier ist Unkraut drauf. Das könnten wir ja noch. Aber warum steht denn da kein Status? Ist hier Feld 25 dabei? Nee. Leider nein, 35. Ja, das ist Kartoffeln mit Unkraut. Aber warum steht da kein Wachstum? Oder habe ich jetzt Kartoffeln ausgemacht? So, jetzt. Ich hatte es ausgemacht, deswegen. Gelb. Was kostet das Land? 600.000 kaufen wir. So. Da werden wir erstmal düngen und sobald die Striegel mit Feld 31 dabei sind, werden wir dann umswitchen. Hier sind wir also. Ja, jetzt ist Whisky auch wieder aktiv. Und Trester Schnaps. Oh, ist auch schon. Können wir einen Nachschlag holen? Whisky,
gepresster Schnaps. Aha. Kenne ich gar nicht, so Trester Schnaps. Abfälle von den Traubenherstellungen quasi, von den Weinherstellungen. Und daraus noch ein Schnaps brauen. Du läufst aber, also das hat ja das ja gut halbe Feld schon erledigt. So weit dürftet ihr doch gar nicht mehr auseinander sein. Man müsste euch ja schon sehen. Und wo ist der andere? Der ist da oben. Aber es ist noch zu früh, dann einen umzusetzen und ihn quasi schon auf 25 zu schicken. Vielleicht müssen wir auch 25 auch mal spritzen. Oh oh. In welchem bin ich drin? Ich muss in den entlassen. Komm mal da wieder raus. Du bist warst nämlich voll. So, jetzt können wir dich wieder starten, Abfahrer einstellen. Sonst kommt, rückt euch der Flug noch schneller auf die Pelle, wie wir uns das wünschen. Und er hat dann noch einen Vorteil, er hat 9 Meter und der Flug nur 6 Meter. So, er fährt schon mal in der Nähe von Drescher, um ihn abzutanken. Na, dann haben wir nicht mehr so viel Geld. 400.000 ist jetzt nicht, dass wir arm sind, aber durch den Kauf der 2 Felder. Nehmen. Kommst du wieder auf Kurs? Ja, sieht gut aus. Da sucht doch bestimmt wieder einer am Weg. Ah, jetzt sehen wir die beiden. Also, die haben noch ein ganzes Stück, also mehr als ich gedacht habe. Ja, nee, er kommt nicht klar. Deswegen ruckelt das. Weil er hier den Pfad berechnet. Die ganze Zeit hat er so gut gearbeitet. Wir haben ihn zu früh gelobt. Nimm mal raus und wieder rein. Ja, irgendwie hapert's da irgendwie. Irgendwie hängt er sich mal auf, weil ich habe jetzt nur
rausgenommen und wieder reingemacht. Und dann fährt er sofort los und sucht sich seinen Punkt. Ja, das ist noch eine Menge, was ihr zu machen habt. Ach so. Steht ja nicht drin, wie lange ihr fahrt. Doch bei dem anderen müsste es drin stehen fürs ganze Feld. Aber können wir ungefähr die Hälfte abziehen? Ja, du, Flu. Ach, du machst auch nur. Ja, und er musste sich einmal auffüllen. Ach, das Stückchen hat gefehlt. Oh Gott. Ja, hätte er auch nicht wirklich sein müssen. Aber jetzt ist er auf dem Weg, dann soll er es auch fertig machen. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir hier rechtzeitig schaffen, das Feld von Unkraut zu befreien. Da es doch sehr große Felder sind. Und ich weiß nicht, wann da Unkraut übers Feld gegangen ist. Das ist immer, wenn man dann kauft, die Problematik. Aber wir haben ja jetzt, dadurch, dass wir bei der Düngerproduktion haben wir auch ein bisschen Pflanzenschutz und ein bisschen Flüssigdünger am Start. Ich weiß nicht, wie viel. Gut, es sind 71.000, 72.000 fast. Pflanzenschutzmittel wird ja beides gleichzeitig produziert. Bioabfälle dann auch weg. Da werden bestimmt noch mal ja, 90.000 werden wir bestimmt haben, wenn der Dünger reicht. Aber der Dünger wird ja auch benutzt für die Saatgutproduktion, was haben wir da? 18.000, da haben wir noch gar nicht so viel. Da müssen wir ein Auge drauf halten, dass wir da noch weiter produzieren, weil 18.000, das ist, wenn wir ein Feld düngen oder ein Feld ansehen, dann ist das erledigt. So, du bist der auf. Nee. Der andere ist auf. Kurs Cursplay. Ach so. Der LKW hat gerade aufgefüllt. Du bist das. Nee, du bist das nicht. Wo ist denn die andere Striegel? Du bist das. Also, der sagt er uns 2 Stunden 30 Minuten. Also, ich nehme an, wir werden den auf jeden Fall beide noch eine Stunde hier auf dem Feld laufen lassen müssen. Dass wir dann ein rüberziehen zum anderen Feld.
So, das war die zweite Ladung. Dann würde ich sagen, wir fahren dich einfach zur Winzerei mal runter oder Mosterei. Einfach Diesel anliefern, der erste Punkt, der da ist. Dann können wir nämlich von da den Trester holen. Das kriegen wir ja mit Sicherheit eine Flunk wieder zusammen. Und den auch hier zur Brennerei bringen. Dann kann der Trester-Schnaps auch weiter produziert werden. So, da ist jemand fertig. Das ist der Düngerstreuer. Wir hatten 22 noch, aber da weiß ich nicht. Ja. Da können wir auch düngen. Entlassen, löschen. Feld 22, Abmarsch. Na gut, bei 97%, das kriegt er hin. Lass auch wieder was stehen lassen. Ist nicht die Rede wert. Ja, dann sieht man die Spur gerade, wo schon Unkraut entfernt worden ist. So ein leichter, heller Touch ist bei dem Unkraut mit bei. Ja, wie gesagt, ihr seid noch eine Stunde zugange. Du solltest mal wieder deinen Abfahrer rufen. Der ist nämlich ganz woanders. So, das klappt aber. Setzt sauber an. Fährt hier wieder seine Bahn. So, liebe Freunde, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Kernstadt mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.